Machen wir erstmal die Fliese und dann quatschen wir gleich weiter. Geht's jetzt schon los, ja? Deine Grundierung für nicht saubere Untergründe. Sogenannte Kontaktschicht. Wenn man 60 meint, 20 Fliese und dann hätten wir einen 6 cm Streifen, das ist nicht schön. Das sieht nicht gut aus, ne? Nicht schön, so mutig mag ihn anders. Warte, nicht Problem, ich mag erstmal kurz. Sag doch, ich hasse, dass es dieses Mikrofon. Machst du hier so rein? So? Ja, ist okay. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Homebuild Solution. Dieser Kanal wird unterstützt von? Bei Baustoffe. Das haben wir schön gemacht. Ja. Was haben wir hier vor, Tobi? Ich habe hier Rohinstallation neu gemacht. Quasi Duscharmatur dann vorbereitet, Waschtisch vorbereitet, neues WC-Modul. Und dann hat man hier noch die Besonderheit, das finde ich sehr schade, dass das die Community nicht sehen konnte. Hier war das Corpus Delicti, wo ich da stand. Hilfe! Abdrehen! Abdrehen! Weil das nämlich folgendes passiert, wenn ich das mal zeigen darf. Warte. Wir blenden jetzt ein schönes Foto ein, wo ihr Tobi schön nass seht. Und zwar haben wir folgendes, wir haben hier alte PVC-Leitungen. Die werden mit dem Alter recht porös, weil Weichmacher geht raus und so weiter und so fort. Die Wasserzähler waren so und ging dann von hier unten, ging die alte Rohrleitung ab, dann hinten den Trockenbau rein und ich habe das weggenommen. Und hier am Kaltwasser da unten noch der Schniebel dran, der hier hinten reinguckte von der alten Leitung. Und ich will die hier hinten rausziehen. Bricht nicht, hier oben war ein altes T-Stück drin, das T-Stück weg, fumm, und das Wasser kam geschossen. Ich stand da, hier zuhalten, Jens war da und der Bauherr rennt in den Keller, dreht alles ab, was er finden könnte. Ich war patschenass, es hat hier geschwommen, du kannst gar nicht, vier Bar, wie willst du das zuhalten? Das war, ja. So, und dann mussten wir das natürlich dann alles noch reparieren. Da hatten wir oben noch dann einen Wasserschaden und ja, passiert. Ja, vor allen Dingen zum Freitag. Wann war es dann um 5 Uhr oder so? Ja. Naja. Was haben wir vor? Wir haben Fliesen, die sind 60x1,20. Diese Fliesen werden nicht. Warte mal, jetzt kann ich das wieder dran machen. Jetzt muss ich nicht mal Mikrofonhalter spielen. Die Fliesen kommen quasi hier dran. Schön gemütlich auf 1,20er Höhe. Nächster Step: Abdichtung. Die Fliesen ausgleichen auf die Höhe. Kommt ein Ausgleich rein, weil wir nehmen die Fliesen nicht raus. Wir schleifen die bloß an, die sind fest. Fliesen drauf. Auf dem Fußboden kommt 60x60 in Schwarz. Und ich möchte euch mal ein cooles Highlight in dieser Wohnung zeigen. Wo ich sehr, sehr begeistert von bin. Kommt mal mit. Es war nämlich ein Graffiti-Künstler da und hat quasi das da produziert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Passt doch sehr schön zur Küche. Und nein, wir haben die Baustelle so dreckig hinterlassen. Wir haben heute bloß Material gebracht und hierher gelegt. Das war der Bauherr selber. Weil das war das Erste, was ich zu Tobi gesagt habe. Haben wir die Baustelle so hinterlassen beim letzten Mal oder sah das schon so aus? Wir machen Abdichtung und sehen uns dann zum Fliesen wieder. Geht's jetzt schon los, ja? Hast du das, was du nicht gemacht hast? Nee, tatsächlich ist das auch in Ordnung, wenn das der Kärntner nicht macht. Weil ich bin immer der Meinung, das können die Nachfolgegewerke, können ihren Kopf selber einschalten und können was auslegen. Wenn der Lüfter in der Aufnahme stört, musst du ihn ausmachen. Ansonsten ist es nämlich bei uns einfach nur unheimlich warm und so ein bisschen Luftzug ist toll. Aber es ist ja auch schön, dass es warm ist, weil wir haben ja Sommer. Hast du gestern gelesen, Waldbrandstufe 5 in Sachsen, ne? So, das hat Tobi ja so wunderschön gemacht. Hier machen wir dann noch ein bisschen Dichtmasse in die Ecke, weil das ist immer so eine Ecke, wo du sagst, da musst du ein bisschen gucken. Aber als Erstes kommt jetzt hier unsere Dichtschlimme ran, bis hoch, dann kleben wir das rum, dann ist das zu. Tobi, der Gutze, hat ja hier die Wanne eingesetzt. Das Video packen wir euch oben nochmal in der Infobox, da könnt ihr nochmal reinschauen, wie das funktioniert, wenn es euch interessiert. Ich mache jetzt, wie gesagt, fix hier noch den Scheiß ran. So, das ist einfach nur dafür, dass wir hier immer noch mal ein bisschen Masse drüber haben.
Hier drüben haben wir noch angefangen, denn von dem anderen. Ach, machst du eine komplette Nahe hier? Kommt auf eine Wurst? Nee, ich mach die Wurst bis hierher. Da hinten nochmal bei dem Xel. Ist immer so ein kritischer Punkt. Auch wenn es der Tobi schön zusammengeklebt hat mit Sicherheit. Also ich habe es nicht gesehen, ihr habt das bestimmt gesehen. Ich habe das Video nicht gesehen. Aber das ist nochmal so, ich mache das halt immer. Ich schmiere lieber nochmal einen Dichtstoff rein. Man weiß, dass es dann wenigstens in der Ecke 100% passt. Einfach aus dem Grund, dass wirklich dicht ist, die Ecke. Die sind genau 60. Ist diese Wand gerade? Haben wir ja nicht gebaut, haben nur gespachtelt? Nö. Okay. Dann müssen wir ein bisschen überlegen. Ach so, erstmal zur Aufteilung. Wir machen jetzt hier Ganze. Schneiden dann hier für hoch einen kleinen Streifen ab. Das ist nichts Schlimmes. Dann haben wir hier wieder Ganze und dann haben wir einen relativ großen Rest. Und dann fangen wir hier an der Kante wieder mit Ganzen an und dann schneiden wir hier den Rest rein. Einmal bis nach oben, das bis nach oben, das Stückchen und dann ist fertig. Also, Tagesziel, Wand fertig heute. So, dann nehmen wir 14. Dann theoretisch 68. Machen wir so. 68. Höhe. Nehmen wir vom Fußboden, weil da stellen wir sie auf. Also stellen sie nicht auf, wir haben noch ein bisschen Luft. Ein bisschen Luft nach oben, machen wir 1 Meter. Ja, legen wir es uns mal hierher, aufs Eimerchen. Jetzt machen wir erstmal die Fliese und dann quatschen wir gleich weiter, zwecks der Verlegung, wie, was, wo. Ja. Wir haben hier eine 10er Zahnung. Jetzt ziehen wir die Wand auf. Erstmal nur die Fliese quasi. Also ein bisschen weiter wie die Fliese. Weil die andere hat ja noch mehr Löcher, die müssen wir dann erstmal anmalen, zuschneiden. Jetzt machen wir quasi eine Kontaktschicht hinten auf die große Fliese. Weil wir haben hier dieses Weiße drauf. Und dieses Weiße kannst du so ein bisschen wegmachen. Das ist quasi wie das Mehl beim Kuchenbacken. Ist das hier quasi eine Stärkeemulsion für die Fliesen, damit die besser vom Band abgehen nach dem Brennen. Und damit wir einfach eine schönere Haftung haben, machen wir quasi einmal eine Kratzspachtelung drauf, wie so eine kleine Grundierung. Ich lege jetzt immer noch ein Stück Pappe drunter, weil wenn ich die aufsetze, dass mir die Ecke nicht mehr knallt, sieht die nämlich scheiße aus. So wie bei der hier draußen. Unten am Fußboden siehst du es. Das sollte halt nicht passieren, gerade wenn Löcher drin sind. Aber das ist bei dir auch nicht schlimm, weil die nehmen wir dann einfach zum Zuschneiden. So, das setzen wir den nämlich auf Stückchen Pappe auf. Das ist ein bisschen geschützter. Dann reden wir ja immerhin von 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Die lassen sich sowieso mal ein bisschen scheiße machen. So. Jetzt halte ich die erstmal ein Stückchen weiter oben. Ich lege jetzt quasi 2 Keile drunter. Mach die erstmal nur fest, also fixiert ja nur. Fixiere die, sag mal, fixiert die bloß. Ich habe heute auch ein Sprachproblem, aber nein, das ist nicht scheiße. Damit wir dann gleich gucken können, ob sie gut ausgerichtet ist. Festklopfen. Schauen mal. Ganz kleines Stückchen unten links nach oben. Wenn ihr selber schauen wollt. Das könnte Trick 76 sein. Und schon sieht es schön aus. Danke. Machen die Kante gleich auch nicht sauber. So wie sich das gehört. Zack. Jetzt nehmen wir die nächste Fliese, stellen uns die hin, malen die an. Und dann hauen die da dran. Aber wie gesagt, rein theoretisch sind wir dann gleich durch. Fliesen. Am längsten hält dann immer noch. Wenn das jetzt hier ohne Löcher wäre, einfach nur dran machen und Dings, dann machen wir fertig. Gefühlt. Aber naja, nächste, Kamera aus, Musik an.
siehst du das schön von oben. Und du hast jetzt hier diesen Überzahn dran. Wenn wir das jetzt hier anbringen, tippt das gleich. Da kann man sich schön festdrehen. Dann haben wir hier nämlich einen ordentlichen Übergang. Seht ihr das? Löcher passen auch einigermaßen gut. Rechts und blau gefällt mir nicht ganz so. Er hätte ein bisschen mehr nach links gekonnt, aber naja, gut. Rosettchen macht das schon. Ne? So, jetzt machen wir die. So, gleiches Spiel. Wir sehen uns gleich wieder. Ich will wieder Musik hören. So, wir haben einen Mischuntergrund. Das heißt, wir haben einmal ein bisschen Ausgleich und wir haben Fliese. Der Ausgleich ist ein saugender Untergrund und die Fliese ist ein nicht saugender Untergrund. Das heißt, wir brauchen theoretisch zwei verschiedene Grundierungen. In diesem Fall brauchen wir aber nicht zwei verschiedene Grundierungen, es reicht eine. Wir haben Artex PN50, das ist diese da. Jetzt geht es um glatte und dichte Untergründe. Das haben wir hier. Das heißt, Sandsteine, Fliesen und Plattenbelege, Altuntergründe mit anhaftenden Spachtelmassen und Klebestoffresten, 1 Liter und 1,5 Liter, nee, also 1 Liter Masse, 1,5 Liter Wasser. Ich mache das aber jetzt so, ich gieße jetzt hier mal einen Schluck rein, nehme das Zeug quasi gleich pur, mache das auch pur auf den Fußboden und pur können wir quasi, ich habe den vorher angeschliffen, da ist ein bisschen Platz zur Fliese, habe diesen Fußboden, wie gesagt, vorher angeschliffen mit der Schleifmaschine. Hier seht ihr auch die Schleifspuren und da und hier siehst du das so ein bisschen. Wenn die zeigt es euch mal. Ja, es gibt ja auch von Mapei diesen Eco Grip zum Beispiel, das kannst du auch nehmen. Dann gibt es von Bota, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ist auch eine Speed-Grundierung, da ist auch Quarzsand mit drin. Teilweise müsst ihr mal gucken, es gibt sogar Kleber, wo die sagen, du kannst quasi einen Tag vorher einfach eine Kratzgrundierung machen. Und das ist dann quasi deine Grundierung für nicht saugende Untergründe. Da beraten lassen und zur Not das Datenblatt und der Bauchemie lesen. Damit du da noch mal sicher gehst. So, jetzt machen wir hier einen ganz kleinen Schluck Wasser rein. Ja. Reicht. Reicht. So, dann nehmen wir jetzt das Verdünnte. Oh, jetzt sieht man es. Verrückt, ja? Das muss jetzt trocknen, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange, müssen wir mal drauf gucken. Pass auf, jetzt 12 Stunden. Bis morgen. Wir machen unsere Verlegehilfen raus. Das ist das Schöne. Einfach rausziehen. Ja, hier, guck mal, so bleibt es ja drin. Jo, kannst du das angucken. Ja, so, wunderbar. Ziehst du mal weg. Unten. Sogar in den Eimer rein. Oder noch richten. Ich gehe kaputt. Oh. Kleine Fliese, Funkchen eingehalten, die reingemacht. Hinten kommt das Acryl hin. Dann kommt der Maler mit Pinsel. Und schön. Was haben wir jetzt vor? Wir wollen den Fußboden fließen. Der Fußboden bekommt diese schwarze Fliese wie auf dieser Ablage hier. Jetzt habe ich Folgendes gemessen. Wenn ich jetzt hinten mit einer ganzen anfange, habe ich hier vorne so einen 8er Streifen, das sieht scheiße aus. Also fange ich hinten mit einer halben an. Das ist mir eingefallen, wir haben ein Duschbecken. Wenn ich jetzt mit dem Duschbecken da hinten mit einer halben anfange und dann hier nach vorne gehe, bin ich hier bei 60 und da habe ich hier einen 3 cm Streifen. Also macht der Daniel das jetzt so. Achso, dann muss ich ja noch messen von hier drüben nach da drüben, wie komme ich hier an. Wenn ich das jetzt hier messe, habe ich dann hier hinten auch wieder so einen
Elferstreifen. Sieht auch scheiße aus. Also machen wir das jetzt ganz einfach. Wir nehmen jetzt eine 30er, also eine halbiert, eine 60er. Jetzt fange ich mit der genau hier an. Das heißt, die liegt dann hier. So. Die 60er. Nein, die 30. 30 mal 60. Dann schneide ich die mir nach hinten rein. Das ist ein bisschen weniger wie eine halbe, das ist aber nicht schlimm. Dafür habe ich hier vorne ein bisschen mehr wie eine halbe, was auch wieder gut ist. Dann habe ich die 60 nach hier gerückt und das schneide ich quasi alle Ränder zu und habe hier in der Mitte drei Kante liegen. Also Kleber, Knie. Unsere guten Verkaufsschlager, die Knie, gehen weg wie warme Semmeln, sind ja auch billig wie warme Semmeln. Also was heißt billig? Momentan im Shop ist das teuerste Produkt, aber billiger wie überall. Deswegen, die sind echt geil. Klar, wenn du kurze Hosen anhast, ist das immer kacke, weil diese Haare hier, gerade wenn du schwitzt, das zieht hier, das ist Gewöhnungssache. Kleber, das wieder ist 1 Kleber für den Fußboden. Ihr merkt schon, schön formstabil der Kleber. Dann nehmen wir die Kelle raus, das ist eine 10er, ich hätte gerne eine 12er. Und wir tauschen das ganz einfach. Wir werfen die hoch und es gibt eine neue, oder? 3, 2, 1, hopp. Da ist er. 12er Zahlung. Schön. So, wichtig bei 30x60 brauchst du es nicht, aber bei 60x60 mache ich hinten immer noch eine kleine Kratze drauf. Sogenannte Kontaktschicht. Schauen wir ganz kurz, weil noch können wir rücken und machen und tun. Nehmen wir die andere 30er, die wir gleich zuschneiden. Legen die ans Becken an, weil ein bisschen Luft zum Becken brauchen wir auch. So. Eine schöne Fuge wollen wir auch haben. Das heißt, wir können das ruhig ein Stückchen vorschieben. So. Und somit passt es dann nämlich auch schön zum Becken. Jetzt nehmen wir unsere Verlegehilfe. Brauchst du theoretisch bei 60-60 nicht. Jetzt haben wir hier aber einen Fliesenuntergrund, wo auch mal ein Überzahn von einer anderen Fliese, obwohl wir angeschliffen haben, trotzdem noch da sein kann. Um uns da Ärger zu ersparen und immer wieder raus, runter, rein, nehmen wir Verlegehilfe. Legen das rein und dann können wir mal so 1-2 mm können wir da noch variieren. Jetzt brauchen wir Fliesen. So, wir haben Verlegerichtung. Da ist er. Ich habe die Fliese vorhin so geteilt und so reingelegt. Das heißt, Pfeil nach da oder nach da, das ist dann egal. Ihr müsst quasi nur die Richtung vom Pfeil in die Richtung einhalten oder in die Richtung einhalten. Ansonsten, es gibt auch mal welche, da musst du das komplette Muster beachten. Andere schreien jetzt bestimmt, oh, das ist viel zu wenig hinten drauf, aber nee, ist es nicht. Das passt schon. So, Verlegehilfe ist schön, Fuge ist gleich vorgegeben, 2 mm passt. Jetzt heißt zuschneiden, zuschneiden, zuschneiden. Wenn ihr natürlich gerade vorhabt, euer Bad zu fließen und das selber versuchen wollt und wollt die Verlegehilfen dazu haben, wenn ihr knallt euch mal einen Amazon-Link unten rein, da könnt ihr drauf gehen und da gibt es die. Dieses Bad jetzt so, wie es ist, abzumoderieren, weil Fugen und Silikon machen wir separat. Das heißt, wir zeigen euch in dem anderen Video, welche Fugenmasse, wieso die Fugenmasse und Silikon, wie, was und wo und wie es am besten abgezogen wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Unbedingt was in die Kommentare hauen, wenn euch was nicht gefallen hat, wenn euch was gefallen hat, wenn euch was nervt, wenn ihr das nächste Mal mehr sehen wollt oder was anderes sehen wollt, wenn ich das nächste Mal ein anderes Thema ansprechen soll. Und ja, schreibt einfach rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis später. Tschüss!